Ein Gericht in Moskau hat die Berufungsklage des bekannten Kreml-Kritikers Ilja Jaschin offenbar abgelehnt. Das berichtet ein Korrespondent der russischen Nachrichtenagentur TASS aus dem Gerichtssaal. Jaschin hatte öffentlich über Kriegsverbrechen russischer Soldaten in der Ukraine gesprochen und wurde im Dezember wegen der Verbreitung von Falschinformationen von einem russischen Gericht zu einer Haftstrafe von 8,5 Jahren verurteilt. Eine Ablehnung seiner Berufung gegen das Urteil wurde von internationalen Beobachtern erwartet. Ilja Jaschin gilt als einer der wichtigsten Oppositionsführer von Präsident Wladimir Putin. Er ist mit Kreml-Kritiker Alexei Nawalny befreundet und kannte den 2015 getöteten Kreml-Kritiker Boris Nemtsov. In der vergangenen Woche ist der Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Murza wegen kritischer Äußerungen über den Kreml zu 25 Jahren Straflager verurteilt worden.